Wieso ist die ukrainische Gegenoffensive im Osten und Süden so erfolgreich? Na, die ukrainische Gegenoffensive ist so erfolgreich, weil auf der einen Seite die russischen Streitkräfte erstaunliche Schwächen zeigen, sowohl im Personal, aber auch in ihrer Kampfkraft. Zum Beispiel vermisst man die russischen Luftstreitkräfte, insofern ist, dass die so irgendeine entscheidendere Rolle hier in dieser Verteidigungsdispositiv spielen würden. Die ukrainischen Streitkräfte nützen jetzt einfach jede Schwäche, die sie erkennen können, auf Seiten der Russen beinhart aus und versuchen vor der Schlammperiode und bevor es größere Bewegungen nicht mehr möglich werden oder nur mehr schwer möglich werden, soweit es geht, vor allem in diesen vier von Russland annektierten Bezirken, so viele Ortschaften und Gebiete als möglich zurückzuerobern. Wie schlecht sind die russischen Truppen derzeit insgesamt aufgestellt? Ja, wir haben natürlich jetzt keine genaueren Einblicke in jeden Truppenkörper der russischen Streitkräfte. Es wird hier sicher auch Unterschiede geben. Es werden also Truppenkörper offensichtlich bemannt mit Menschen, die also weniger von diesem Krieg überzeugt sind und daher also die Moral nur sehr schlecht ist, während andere Truppenteile Elite-Soldaten der russischen Streitkräfte beinhalten, wo also sicher die Moral auch noch höher ist. Ich denke, dass auch die grundlegende Überlegung dahinter, diese vier Bezirke jetzt zu russischem Staatsgebiet zu erklären, damit zu erklären ist, dass der russische Präsident hier jetzt den Modus umstellen will auf die Vaterlandsverteidigung und damit also eigentlich einen Vorteil, den bis jetzt die ukrainischen Streitkräfte hatten, in der Moral egalisieren will. Und überhaupt generell ist festzustellen, dass die ukrainischen Streitkräfte sehr stark aufgeholt haben in vielen Bereichen. Zum Beispiel hatten die russischen Streitkräfte eine erhebliche Überlegenheit bei weitreichenden Waffensystemen, Artillerie. Da haben die westlichen Waffenlieferungen ganz sicher eine Wende herbeigeführt. Oder auch die Fliegerabwehr, wo also die ukrainischen Streitkräfte sehr gut jetzt die russischen Luftstreitkräfte in Schach halten können. Putin hat Ramsam Kadyrov zum Generaloberst befördert. Wieso? Und wieso jetzt? Ja, es ist schon ein Symbol, dass er also jemanden, der die Position der Hardliner vertritt, hier entsprechend öffentlich auszeichnet. Es wird gemunkelt, dass ja einige Führungsoffiziere, aber auch der Verteidigungsminister immer weniger das Wohlwollen ihres Präsidenten genießen, was auch wenig verwunderlich ist, weil der russische Präsident sich sicher diese Spezialoperation, wie er sie nennt, ja ganz anders vorgestellt hat. Er hat auch keine Friedensopposition, keine größere zu Hause, sondern die Opposition, die ihm zu schaffen macht, sind eigentlich die Hardliner. Und denen kommt er natürlich jetzt auch mit so einer Geste, die ja mehr Symbolik hat, aber trotzdem für Kadyrov sicher schmeichelhaft ist, denen kommt er also sicher damit entgegen. Wie könnte es auf der Krim weitergehen? Die Krim ist für beide Seiten, würde ich einmal sagen, das erklärte ultimative Verteidigungsziel der Russen und der Angriffsziel der Ukrainer. Wobei ich meine, dass das dann am Ende doch etwas ist, was vielleicht Verhandlungsmasse sein könnte. Also ich sehe jetzt einmal sehr stark in der Rhetorik, dass die Kriegsziele immer wieder die Krim auf beiden Seiten umfassen. Man sieht auch, dass auf der Krim immer wieder Anschläge verübt werden, um auch zu zeigen von ukrainischer Seite, wir erheben weiterhin den Anspruch auf die Krim. Also es ist auch sehr viel Symbolik natürlich dahinter, aber man darf auch nicht vergessen, dass sehr viel Logistik, Luftunterstützung, militärische Einrichtungen, die vor allem in der Südfront gegen die Ukrainer zum Einsatz kommen, aus der Krim herauswachsen. Also entweder kommt die Logistik von dort oder Fliegerbasen sind dort. Das heißt, es hat auch militärisch die Krim natürlich eine große Rolle.